Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ich bin euer Heubi und heute widmen wir uns der neuen Bugatti Sports Serie in der M16A1 Version, hergestellt von der Firma Kümer. Ob die Sache für 199 Euro was taugt, seht ihr nach dem Intro. Kommen wir erstmal dazu, wie die Waffe zu euch kommt. Die Waffe kommt in dem sehr schlichten, braunen Pappkarton. Hier oben einen kleinen Aufdruck von der Waffe mit einer Typenbezeichnung und einem Abbild der Waffe. Im Inneren befindet sich dann ein Schaumstoff, der die Waffe vor Schäden schützt. Im Lieferumfang sind hier integriert eine Bedienungsanleitung, ein Reinigungsstäbchen, ein kleines Päckchen Kugeln, einen Speedloader und zwei Magazine, ganz genau. Wir haben einmal ein 70 Schuss Low Cap Magazin oder Mid Cap, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, und ein 300 Schuss High Cap Magazin, wie gewohnt mit Rädchen. Und natürlich die Waffe selbst. Kommen wir nun auch gleich zu den technischen Eigenschaften der Waffe. Der Hersteller ist hier Kümer, der Importeur in dem Fall Bugatti. Das System ist ein SAEG-System, das bedeutet Semi-Only. Im Kaliber 6 mm. Das Hotbob ist einstellbar, die Materialien sind hier hauptsächlich Metall- und Kunststoffparts, dazu aber später beim Body mehr. Die Magazine, wie schon angesprochen, fassen 70 und 300 Schuss, jeweils Low Cap und ein High Cap im Lieferumfang integriert. Die Energie wird laut Bugatti angegeben von 1,6 bis 1,8 Joule, das haben wir natürlich für euch nachgekrönt. Die Gesamtlänge der Waffe liegt bei genau einem Meter. Das Gewicht der Waffe liegt bei 3100 Gramm. Die Gearbox, was im Innern werkelt, ist eine Standard V2 Gearbox. Der Preis für das gute Stück liegt bei 199 Euro. Kommen wir gleich zu den äußerlichen Eigenschaften der Waffe. Die Waffe ist in einer Vollmetallbauweise, das heißt, alles, was hier aus Metall sein soll bei einer M4, ist auch aus Metall. Ist zwar nur ein Aluminiumdruckguss, aber ist auf jeden Fall was Schönes. Lediglich der Handgriff und die Schulterstütze sind aus Kunststoff gefertigt. Bei der Schulterstütze muss man sagen, ist es ein sehr schönes Finish, also es wirkt auch leicht aufgeraut, also es ist ein guter Griff, das Ganze. Im Inneren befindet sich dann auch eine detaillierte Gasgestänge, eine Nachbildung. Für uns als SAEG-Spieler oder als Gasspieler ist das jetzt dort rein nur für die Sammler was, aber ist schön, dass daran auch gedacht worden ist. Unter dem Carry-Handle befindet sich ein ganz normaler 22 mm Schiene zum Anbrechen zahlreicher Optiken, Zielfernrohre, Red Dots, was auch immer, was man halt möchte. Unter dem Mündungsweitdämpfer befindet sich ein 14 mm Negativgewinde zum Anbringen zahlreicher Silencer. Die Rails, was muss sagen, sind hier nicht scharfkantig, also ich kann hier ganz normal hier so entlang ran, ohne dass ich Angst haben muss, mir die Flossen aufzureißen. Diese Waffe hat einen funktionierenden Bolt Catch. Beim Zurückziehen des Charging Handles arretiert das Hülsenauswurffenster hinten und beim Drücken des Bolt Catches genau, geht das Ganze nach vorne. Geht im ersten Moment ein bisschen schwierig, aber ich denke, das sollte dann auf jeden Fall funktional sein. Die Klappe schließt auch einmal frei, geht auch nicht einfach so auf, wie man sieht. Finde ich gut gemacht, ist klasse. Kommen wir nun auch gleich zum Magazin. Wie gesagt, die Magazine in zwei verschiedenen Versionen, fieden einmal frei, kann man überhaupt nichts sagen. M4 typisch, einfach unten einsetzen. Haben minimal Spiel, ist aber erträglich, da habe ich schon welche erlebt, wo weitaus mehr wackelt. Hält auch bombenfest, fieden auch ohne Probleme. Der Auswurf ganz normal, ohne Probleme, geht einwandfrei. Der Akku wird hier im Stock untergebracht, das bedeutet für uns einen riesen Platz an Akkumöglichkeiten. Dazu einfach hinten die Sache aufklappen, die Klappe aufklappen und
kann man den Akku einfach verstauen. Wie gesagt, ist eine jede Menge Platz für den Akku. Machen wir noch schnell die Markings anschneiden. Die Markings sind hier relativ dürftig, ist nichts weiter drauf. Lediglich auf der schützenrechten Seite haben wir das Pegadi Kaliber 6mm und das F im Fünfeck und drunter noch eine Typenbezeichnung M16 Sport. Was allerdings zu den Markings noch schön anzusprechen ist, wir haben auf den Rails, also alle vier Seiten, eine Bezeichnung. Finde ich schön gemacht, an Details zu denken, bei der Preisklasse ist nicht alltäglich. Kommen wir nur noch gleich noch zu den inneren Werten der Waffe. Zum Inneren habe ich mir was für die Zukunft neu ausgedacht. Und zwar schauen wir jetzt mal genau rein. Dazu schwenken wir rüber ab in die Werkstatt. So, willkommen in der Werkstatt. Heute, wie bereits schon angesprochen, das Innere der Bugatti M16 Sportserie. Wir schauen jetzt mal rein, was da drin genau schlummert. Von außen macht es einen recht guten Eindruck, müssen wir sagen. Stahl bzw. Edelstahlzylinder, Stahllaufboxen sind da. Ja, von außen relativ guten Eindruck. Lediglich die Gearbox Shell ist wahrscheinlich mehr so eine Art Zinkdruckguss. Das wird wahrscheinlich auch die erste Schwachstelle der Waffe sein. Machen wir das ganze Ding einmal auf. So, gucken wir mal im Inneren. Wie bereits zu sehen, Fett ist hier genug vorhanden. Die Gears aus Stahl natürlich. Trigger-Abzugseinheit noch in der Standardversion. Die Tappet Plate ist hier ebenfalls gut eingeschmiert, wie hier auch an der Shell zu sehen. Ist ordentlich Fett drauf, zwar chinesisches Fett, das würde ich entfernen und hat wie gesagt neues deutsches Industriefett auftragen. Das schmiert meistens ein bisschen besser oder allgemein besser. Nehmen wir mal alles andere raus aus dieser Waffe. Wir haben ein Kunststoff-Nozzle, wie angesprochen, ein Kunststoff-Zylinder-Head mit Metalldüse. Der Piston hier ist aus komplett Kunststoffzähnen mit einem Stahlzahn. Der Piston-Head ist ventiliert, ob der Abdichter zehnmal hält. Dichtet recht gut ab, muss man sagen. Lediglich der hier, das ist ein bisschen locker, der Zylinder sitzt ein bisschen locker. Das müsste man dann mit Teflonband umwickeln und wieder neu einsetzen und dann dichtet das auch perfekt ab. Also da bei der Dichtigkeit können wir jetzt nicht meckern. Das ist auf jeden Fall zufriedenstellend. Die Gears von der Schimmung her ist ebenfalls vorhanden. Was man in der Hinsicht auf jeden Fall verbessern könnte, wäre der Zylinderhead. Den kann man entweder tauschen oder abdichten. Dann der Piston selber kann man noch austauschen, indem man welche mit Metallzähne einsetzt. Und wenn nötig, den Pistonhead noch gegen einen aus Metall austauschen oder an für sich einen hochwertigeren. Die Feder, was wir hier verbaut haben, tippe ich jetzt mal auf 120 bis 130er Feder, ist okay. Der Motor, was in der Waffe schlummert, ist ein Standard China Motor. Hier auf jeden Fall ist Verbesserungsbedarf. Ja, geht mal wieder zurück in die warme Stube. Wir haben die Waffe auch für euch wieder Probe gespielt und das Interview mit dem Kevin, der diese Waffe für euch Test gespielt hat. Und jetzt neu auch folgt zugleich der Schusstest der Waffe, da es auf vielfachen Wunsch geäußert worden ist, was in Zukunft ebenfalls Standard sein wird. Hi Leute, wir sind heute hier nochmal in Brünn, in Eisfeld, Link zu dem Spielfeld in der Videobeschreibung, wo man das Ding mieten kann. Auf vielfachen Wunsch
heute ein Schusstest, was auch in Zukunft kommen wird zu jeder Waffe. Das Begadi M16A4 von der Firma Kümer. Aufgestellt, das Ziel auf 30 Meter. Wir gucken, was das Ding in Präzision taugt. Also mein Spielfazit für die M16 von Begadi ist, für das Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt man wirklich eine grundsolide Waffe. Das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, ist der wackelnde Handguard und die schwindende Trefferleistung mit 0,20er Kugeln auf lange Entfernungen. Aber ansonsten top. Kommen wir nun zum Fazit von der M16 Sport von Begadi. Ja, es fällt sehr positiv aus. An der Reichweite kann man natürlich noch ein bisschen arbeiten, wie wir gemerkt haben. Was auch ein Kritikpunkt ist, ist zum Beispiel das Rast. Das wackelt. Das hat circa, ich würde jetzt mal sagen, 2 bis 3 mm Spiel in der Horizontale. Dementsprechend wackelt es dementsprechend. Aber man kann es, denke ich, durch ein paar Unterlegscheiben oder sowas kann man das, denke ich, fixen. Das sollte nicht so das Problem sein. Äußerlich ist die Waffe auf jeden Fall sehr schön gelungen. Und können sie euch wirklich ans Herz legen. Für den Preis ist in der Hinsicht fast unschlagbar. Da ist jedes D-Boys oder sonstiges Gewehr, was in Vollmetallbauweise ist, zu dem Preis, sagen wir mal, jetzt nicht so hochwertig wie diese Waffe. Wie gesagt, wir können es euch ans Herz legen. Ich verabschiede mich in der Hinsicht. Wenn es Fragen oder Kritik gibt, einfach in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. In dem Fall verabschiede ich mich. Euer Häubi, FV. Macht's gut.